mit Schwung in die nächste Runde. Der Glasfaserausbau in Coburg schreitet mit großen Schritten voran. Symbolisch für den Ausbau in ganz Coburg erfolgte im Coburger Stadtteil Bertelsdorf der symbolische Spatenstich. Wir erleben ja immer mehr, die Welt wird digitaler, ob zu Hause oder im Unternehmen. Wir brauchen schnelle Internetverbindungen und deswegen haben wir als Stadt ja mit der SÜK gemeinsam uns auf den Weg gemacht, bis zum Jahr 2030 alle Haushalte in der Stadt Coburg ans Glasfasernetz anzuschließen, um damit auch die Rahmenbedingungen zu setzen, um auch zukunftsfest digital versorgt zu sein. Die städtischen Werke Überlandwerke Coburg bauen das Netz. Die Stadt Coburg steuert 10 Millionen Euro Eigenkapital hinzu. Laut Oberbürgermeister Sauerteig ist das eine gute Investition in die Zukunft. Im Stadtteil Bertelsdorf sind die Arbeiten bereits in vollem Gang. Auf einer Trassenlänge von 4000 Metern werden die Glasfasern von regionalen Unternehmen verlegt. 240 Hausanschlüsse werden hergestellt. Jeder Kunde kann ins Giga-Zeitalter wechseln und ist mit dem lokalen Anbieter SÜK Dacor deutlich im Vorteil. Dacor ist immer da, habe ich gesagt. Dacor sitzt in der SÜK mit und Dacor hat lokale Mitarbeiter, hat den lokalen Bezug und hat natürlich die besten Preise. Als Zuckerl haben wir natürlich für diese ganze Sache noch uns eine Power-Kombi ausgedacht. Das bedeutet, bist du Stromkunde bei der SÜK und wählst einen Tarif von der Dacor, sparst du nochmal genau 60 Euro im Jahr. Die Power-Kombi steht bereits seit Januar 2024 zur Verfügung. Und nicht nur das, die Dacor begleitet das Projekt und ist Ansprechpartner. Auch in der Kundenberatung gehen die SÜK und die Dacor neue Wege. Sie beraten ihre Kunden in der Geschäftsstelle und kommen nach Absprache zu den Kunden nach Hause. Einfach einen Termin buchen. Gut zu wissen, nahezu jeder Coburger Haushalt kann heute schon mit Dacor VDSL versorgt und später auf die Glasfaser umgeschaltet werden. Mehr Informationen unter sück.de, Powerkombi und dacor.de.